Hallo und herzlich willkommen zu Dark Parables, Dornröschens Fluch. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Wimmelbild-Abenteuer. Dieses Spiel ist von Astragon, wenn ich es richtig ausspreche, und ist das erste Dark Parables-Spiel von der Dark Parables-Reihe, ja, was rauskam. Von Astragon ist ja auch Awakening, das hatte ich ja schon Let's Played, beziehungsweise werde ich noch weiter Let's Playen, wenn der neue Awakening-Teil dann rauskommt. Ja, und ich freue mich schon unheimlich lange auf diesen Teil oder den ersten Teil dieser Reihe, weil ich weiß, dass es halt sehr, sehr gut sein wird, glaube ich, beziehungsweise ich liebe ja Märchen über alles und ich hoffe, ihr auch ein Stück weit oder könnt euch ein Stück weit mit mir jetzt auf dieses kleine Kurz-Let's Play freuen. Ja, weil es sind einfach sehr, sehr schöne Spiele und viele Let's Player haben diese Reihe schon LP'd und das wollte ich mir natürlich auch noch nicht, oder ich wollte es mir einfach nicht entgehen lassen, sagen wir es mal so. Es wird nicht sehr lange dauern, ich glaube es, ich habe gelesen, dass es irgendwie teilweise nur 2 Stunden bei jemandem gedauert hat, das Spiel, aber das macht mir überhaupt nichts, da es der erste Teil ist. Ich will jetzt wissen, was da kommt. Es geht natürlich um Dornröschen. Wir alle kennen das Märchen und passend zum, ja, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube Mai des Kinostarts Maleficent, den ich ganz, ganz toll fand, den Film, hatte ich natürlich jetzt auch total Bock, dieses Spiel zu spielen und zu schauen, wie denn hier Dornröschen umgesetzt wurde, da die Märchen doch hier teilweise auch etwas düster und vielleicht auch etwas abgewandelt werden. Ja, ich freue mich auf dieses LP, ich hoffe ja auch und deswegen würde ich sagen, wähle ich schon mal gleich ein neues Spielerprofil aus. Das habe ich hier schon angelegt. Fertig ist es. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Viel Spaß! On the day the princess was born, the king held a great festival and invited all but one godmother, who was strong in sorcery yet wicked at heart. Upon hearing the news, the evil godmother placed a curse on the newborn child. Later in life, the young princess came across a spindle in a dusty old room and pricked her finger. The inhabitants instantly fell under a sleeping spell, while briars burst from the ground and shrouded the castle. One day, a daring prince braved the thick vines and ventured into the castle. Upon finding the princess, he gave her a kiss, which was foretold to free the princess from her curse. Though the kiss removed the briars and awakened the inhabitants, the princess never rose from her eternal slumber. Many years have passed, and the truth behind the sleeping princess has been forgotten. What remains is the tale passed down through generations as The Sleeping Beauty. 1000 Jahre später, Edinburgh, Schottland. Detective, the case file you have in front of you may be connected to the tale of Briar Rose. I've given you a map to an abandoned castle rumored to be her resting place. Recent evidence shows vines are growing under the castle grounds. Your investigation will be to find the source of this anomaly and to quickly stop it from spreading further. This case is of the utmost urgency. If the vine growth is not contained, it will consume our city within 7 days. Good luck, Detective. Ja, und da sind wir auch schon. Willkommen, Detective. Ein Glitzern weist auf einen Bereich hin, der für deine Ermittlungen von Bedeutung ist. Möchtest du eine kurze Einführung haben? Nein. Denn wir kennen Wimmelbildspiele mittlerweile. Und da sind wir auch schon. Es geht los mit einem etwas anderen Wimmelbild. Diesmal suchen wir bestimmte Gegenstände. Hier müssen wir irgendwie so eine massive Axt zusammenbauen. Und ich lege einfach mal los, alles was so aussieht, als könnte man es einsammeln, wird eingesammelt. Das nicht. Manchmal mache ich auch einfach auf gut Glück, wie ihr seht.
Oh Gott, die Rose. Die? Die. Das da vielleicht, das hier. Ja, was fehlt noch? Hier oben irgendwas? Ah. Oh je, nur noch ein Teil. Das da? Ah, super. Angeblich sollen die Rätsel in diesem Spiel etwas leicht sein. Ich habe da ausnahmsweise mal nichts gegen. Statt mich lange abzuquälen. Ist ja auch mal ganz schön, einfach mal ein bisschen durchrushen zu dürfen. Dann kommen wir umso schneller mit der Geschichte voran. Dies muss die Statue von Dornröschen sein, der schlafenden Prinzessin. Die Tür ist unter dichten Ranken verborgen. Ich benötige etwas Scharfes, um die Ranken zu entfernen, wie zum Beispiel unsere Axt. Ich kann das hier gerade recht schnell machen, weil ich es natürlich schon angespielt habe. Dafür musste ich ein bisschen rätseln. Aber irgendwann weiß ich auch nicht mehr weiter. Du kannst nun das Schloss betreten. Klicke auf Inspizieren, um die Bereiche angezeigt zu bekommen, die für den gegenwärtigen Stand deiner Ermittlungen wichtig sind. Wird mir schon ein Pfeil angezeigt. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass ich das nur so klein hier sehe. Und was ich auch doof fand, ist, dass ich diesmal auch mit einem anderen Aufnahmeprogramm das Spiel aufnehmen muss. Da das Spiel ja aus dem Jahr 2010 ist, ist es schon etwas älter. Und ließ sich nicht so einfach aufnehmen wie die anderen. Kapitel 1. Okay. Anderen Wimmelbildspiele. Ich denke, das wird sich aber noch ändern, je mehr wir davon spielen oder je mehr ich davon aufnehme, weil später haben die auch eine andere Grafikeinstellung. Leider müsst ihr also jetzt erstmal vorlieb nehmen mit einem etwas kleineren Bild, während ich es hier gerade auf ganz voll sehe. Ich muss ja aber auch alles immer schnell sehen. Ich hoffe, es ist für euch nicht ganz so bitter. Im Spiel sind viele interaktive Rätsel zu finden. Sieh dir alles an und klicke an eine beliebige Stelle, um das Rätsel zu lösen. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du einen Hinweis verwenden. Du kannst das Rätsel auch überspringen, doch dann ist der Hinweisspiegel für 5 Minuten nicht verfügbar. Okay. Platziere die Plättchen an den entsprechenden Stellen. Jede goldene Eule ist interaktiv. Aha. Aha. Okay. Gut, wir haben hier einen König, Königin oder Prinz und Prinzessin und einen Ritter. Und wir haben hier diverse Knöpfe drumherum. Ich lege sie einfach mal hin oder hinein. Spiegel in ihre Hand vielleicht. Nicht da rein? Doch, das geht. Ist das jetzt ihre? Ja, ich glaube schon. Ah, okay, das hat geklackt. Scheint also richtig zu sein. Das ist aber nicht richtig, das so. Ja, schön. Ach so. Ja, das hat geklappt. Das habe ich bekommen. Ein Türgriff, den ich nicht inspizieren... Doch, den sollte ich inspizieren, okay. Die Statue des Königs wirkt fast lebendig, was er wohl eigentlich in seinen Händen halten sollte. Die Statue der Königin in ihren Händen scheint auch etwas zu fehlen. Der Türgriff wird es doch wohl nicht sein, oder? Nein. Die Schmetterlinge hier. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Ach, worauf ich mich bei diesem Spiel sehr gefreut habe, ist natürlich, dass es nicht nur märchenhaft schön ist, sondern halt auch ganz tolle Bilder sicherlich enthält und ganz schöne Bilder hier, also so nicht die Grafik ist jetzt unbedingt berauschend, aber die Detailliebe, sagen wir es mal so. Und darauf stehe ich ja immer. Wenn das alles so ein bisschen kitschig auch ist, ne? Ja, ich habe da eine Schwäche für irgendwie. Also es darf jetzt auch nicht völlig überladen sein, aber... Aber trotzdem so ein bisschen schön darf es schon sein. Was heißt ein bisschen schön? Jeder hat ja auch irgendwie da ein subjektives Auge, was schön ist. Ich finde das halt schon hübsch und schön. Es darf auch mal friedlich sein. Und da wir ja jetzt... Was fehlt mir denn eigentlich noch hier? So eine zwei Teile. Da wir ja jetzt auch so ein bisschen
Sommer haben, dachte ich, ja, ich will jetzt auch so ein bisschen was Sommerliches spielen. Und ich fand, Röschens Fluch passte da auch ganz gut. So, das war das Teil. Wo sind denn jetzt diese komischen Hörner? Ich krieg hier immer auf dieselben Stellen irgendwie. Wo sind denn die Hörner? Ich möchte keinen Hinweis eigentlich nehmen, noch nicht. Hörner. Sind immer dieselben Stellen, die ich anklicke. Ja, da sind sie. Ah, im Löwenkopf. Ganz versteckt. Toll, ich habe eine Hälfte von irgendeinem Emblem. Sonnenemblem-Hälfte. Die gehört bestimmt da rein. Aber der Türgriff kann hier hin. Das ist ja schon mal was, ne? Ja, gut, dann brauche ich wohl noch die andere Hälfte. In diese Aussparung gehört eine Art Emblem. Die Dornen sind ziemlich spitz. Es muss einen Weg geben, die Stadt vor den wuchernden Dornenranken zu bewahren. Das weiß ich nicht. Wie? Wir gehen mal nach rechts. Welcome, Detective. Do not be alarmed. I am Briar Rose, and I wish you no harm. The curse has returned, and a great danger looms. But I can help you to stop it, before all is consumed. My body lies in repose, in a castle room deep. To vanquish the curse, you must rouse me from sleep. However, an evil godmother is haunting this place. Be wary, or else she may foil your case. Follow me. Ja, in Maleficent, dem Film, den es jetzt mit oder über Dornröschen gab oder eher der bösen Fee, hat man ja gelernt, dass die Fee da gar nicht so böse eigentlich ist, sondern eher selbst Böses erlebt hat und dadurch so zornig wurde. Und ich fand den Film ziemlich gut. Falls ihr ihn auch schon gesehen habt, fandet ihr ihn auch gut? Würde ich ja gerne mal wissen, wie andere den so fanden. Ich mag ja sehr gerne mal so richtig gute Fantasy-Filme und ich finde, davon gibt es viel zu wenig gute. Da ist ein seltsames, mystisches Symbol in den Boden geritzt. Okay, und was haben wir hier? Da ist wieder was zum Wimmeln. Da ist ein Rabe. You cannot stop me. Was um alles in der Welt war denn das? Ja, wir sind ein Detective. Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Ich glaube schon. Wir sollen das Ganze hier ja auflösen. Ich frage mich, wie es dem König und der Königin ergangen ist. Dieser Grabstein weist ein verrostetes Schlüsselloch auf. Hier scheint sich ein Schlüssel zu befinden. Tatsächlich. Ah. Okay. Da wohl nicht. Da. Jede Aussparung steht in Verbindung zu einem der oben angezeigten Tiere. Sortiere sie nach einem bestimmten Muster. Der Hase zum Hasen? Nee. Der Hase kriegt eine Karotte. Der Affe eine Banane. Achso, und die Maus hatte schon den Käse. Na gut. Achte auf die oben gezeigten blauen Lichter und läute die Glocken in der richtigen Reihenfolge. So? Ja. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen einfach hier. Aber es ist ganz schön. Ich finde es ganz schön. So, jetzt gehört mir hier die Glocke oder was habe ich bekommen? Nee, Schlüssel zum Glockenturm. Ach so, vielen Dank, die Herren und Damen. Auf diesem Steinpodest sollte eine Statue stehen. Das Namensschild fehlt ebenfalls. Namensschild an der Steinstatue steht Fee der Rose. Aha. Passt der da rein? Ja, der passt da rein. Ist bestimmt wieder was zum Wimmeln hier. Na dann, wollen wir mal.
es schon so hervorblitzt, dann sind so typische Verstecke. Okay, das ist erledigt. Jetzt muss ich genauer hingucken. Clock. Clock. Mir fehlt noch so ein Bogen. Das ist alles, was mir fehlt. Wo ist denn dieser Bogen? Ist der jetzt ganz groß? Ist der ganz klein? Wo hängst du? Hier oben? Oh, ich muss in meine Notizen auch mal gucken. Irgendwann mal. Da ist der Bogen. Das war aber jetzt schwer zu erkennen. So, ich habe einen neuen Gegenstand bekommen. Und zwar ein Mondemblem. Mhm. Oh, was kann ich hier Schönes? Die Linse ist zu verschmutzt, um etwas erkennen zu können. Ja, ich habe aber nichts zum Saubermachen. Kann ich wohl nichts machen. Ach, ich habe was in den Notizen. Dank meiner Spürnase habe ich in der Nähe der Statue eine Axt gefunden, mit deren Hilfe sich die widerspenstigen Dornranken entfernen ließen. Da ich die hölzerne Tür nun geöffnet habe, steht meiner Durchsuchung des verfallenen Schlosses nichts mehr im Wege. Ich muss meine Ermittlungen fortsetzen und mich nach zusätzlichen Anhaltspunkten umsehen. Ja, gut, okay. Zurück. Und dann kann ich das hier erfülle diese Aufgabe, um zum nächsten Kapitel zu gehen. Nee, das, ich will jetzt nicht wissen, was ich mache. Also ich will keinen Tipp. Nee, ich hab doch hier auf dem Boden, da war doch was. Wo war denn das? Passt das da vielleicht hin? Nee. Das auch nicht. Hier was vielleicht übersehen. Seltsames farbiges Symbol. Ach so, vielleicht könnten die anderen ja mal was in die Hände kriegen. Die sollten doch was in den Händen halten. Aber das ist bestimmt nicht das. Nee, das passt auch nicht. Und wenn man das hier reinsetzt... Ach, hier passt es aber rein. Hervorragend. Ja, wir sind recht schnell, würde ich sagen. Also das Tempo, wenn wir das so beibehalten und mal gucken, wie viele Parts ich brauche. Aber ich brauche durchschnittlich immer mehr Parts als alle anderen Let's Player. Bei mir seht ihr alle Spiele immer etwas länger. Ich brauche für alles länger, das ist schon eher peinlich. So, ich bin darauf auch überhaupt nicht stolz. Ich würde es eigentlich oft genauso schnell schaffen wie andere, aber jeder hat halt so sein Tempo. Und so ist es bei mir genauso. Jetzt fehlt mir nur noch ein Klotz. Wo ist der Klotz? Da oben. Toll. Yay. So, Sockel einer Feenstatue. Was für eine unheimliche mechanische Statue. Ich sollte ihr besser nicht zu nahe kommen. Warum hat er denn so viel Angst? Er ist doch ein Mann. Die Erde unter diesem Baum ist locker. Ja, was jetzt nicht heißt, dass Männer nicht Angst haben können. Aber irgendwie hätte es jetzt doch besser gepasst, wenn es eine Frau gesagt hätte, finde ich. Die Erde unter diesem Baum ist locker. Habe ich irgendwas zum Graben? Nee, Sockel. Sockel, wo fehlte denn? Oh. Hallo? Das war wohl die böse Fee. In diesem Baumloch ist der Sockel einer hölzernen Eulenstatue verborgen. Ah ja, hier. Geht nicht? Dann wimmeln wir mal wieder oder sowas. Nee, ein Rätsel. Das Lösen aller vier interaktiver Rätsel bewegt das Pferd vorwärts. Ja, wie geht das jetzt? Was muss ich denn machen? Oder was kann ich machen? Aha. Nee, jetzt ist es wieder zugegangen irgendwie. Das will ich da oben haben. Ja, genau.
Nee. Nee, das war schon gut so. Es ist ja, was ist das denn hier? Die Maus ist auch total doof. Ich lasse es jetzt erstmal so. Und der Pfeil soll hier rauf? Ja. Was mache ich jetzt noch? Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Achso, ein Zahnrad habe ich auch noch. Wo packe ich denn das Zahnrad hin? Gehört das Zahnrad hin? Und das hier? Hm. Das Pferd kann ich nicht bewegen. Das verwirrt mich jetzt hier irgendwie. Da ist noch ein Rad. Dann kann ich das nicht darauf tun. Also ich schätze mal dann... Warte mal. Nein, mach mal wieder auf hier. Und das Bild da oben hin. Jetzt habe ich nämlich schon... Die? Ich krieg die hier nicht ordentlich gedings. Das ist ätzend. Ja, wenn ich alle vier hab, dann geht's ja. Der dreht sich. Und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Ach so, und jetzt bewegt sich auch das Pferd. Dann kann ich das letzte Stück nehmen. Für den Pfeil. Aber drehen kann ich die irgendwie nicht. Wie soll denn das aussehen? Ich brauche doch die andere Spitze. Macht ja gar keinen Sinn. Hm? Wie soll denn das aussehen? Ach, Moment mal. Das passt doch ganz gut. Aber das hat gerade eben auch schon irgendwie... Ja, das macht halt keinen Sinn. Hä? Und diese Ecke hier oben, ich orientiere mich immer nach dieser Ecke. Oh, Moment mal, ich muss mal kurz meine Katze vom Balkon die Tür aufmachen und sie reinholen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Aber wenn sie da die ganze Zeit schon miaut... Eigentlich kann sie die Tür auch selber aufmachen. Sie will nur nicht. Und dann heult sie lieber. Mach auf, mach auf, mach auf. Und ich muss dann, ne? Ich muss es dann machen. So, und ich will das kleine Zahnrad jetzt eigentlich da drunter haben. Aber er weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Nee, du sollst schon aufgehen wieder. Das ist... Ach, ich kann die hier hinlegen. Ja, das ist ja noch besser. Dann weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. Wieha! Wieha! Da ist der Pfeil, endlich. Hä? Was? Ich verstehe nicht, wo dieser Nuppi hin soll. Das kann ich nicht mehr aktivieren. Das kann ich noch aktivieren. Aber das kann ich gar nicht mehr nehmen. Ach, das sollte da auch gar nicht hin. Ist einfach nur so ein Verarsche-Ding gewesen. Nee, ist klar. Was mache ich jetzt mit der Perle? Ach, die soll da oben rein. Ah, ich kapiere. Und dann kann die da so runter und dann... Hüah, genau. Aha. Das war jetzt lustig. So ein bisschen interaktiv. Da, ja, komme ich nicht weiter. Oh, ein Pferd. Hinter dem Gitter ist ein eigentümliches Puppenpferd zu sehen. Mhm. Verhexte Objekte. Die Hinweise laden sich schneller wieder auf, wenn du die verfluchten Chamäleon-Objekte bla findest oder so. Ah ja. Lilly, jetzt nicht. Das ist jetzt ganz gar nicht gut. Ich habe dich schon reingelassen. Die Tafel dieses roten Stallschilds fehlt. Wie? Hm? Okay. Schnell durchraten. Ja, super. Fängt ja super an hier. Kann gar nichts einsammeln. Nee, ich muss jetzt ganz bestimmte Teile einsammeln. Jetzt nicht mehr so einfach hoppi hoppi. Das nicht. Sieht doch aber genauso aus wie dieses Rohr. Hm, das da? Hier vorne ist so viel Gedöns, genau.
Nee, dieses komische Gerät. Doch, da vorne hängt es. Ja, hat sich schon erledigt. Daneben gleich das. Die komische Vase. So hier. Was suche ich denn überhaupt? Den nicht, den nicht. Den großen Hammer auch nicht. Das war das kleine Stück. Wo finde ich denn jetzt das Gerät hier? Das hängt bestimmt hier irgendwo zwischen. Oder so, vielleicht. Liegt das da oben? Nee. Oh, Lilly, jetzt reicht's aber. Mensch, meine Katze, echt. Die lässt aber auch nicht locker, ne? Habt ihr schon dreimal gesagt, die sollen nicht kommen? Da. Ja, ja. Ein so ein Dreieckding und ein so ein langes Teil. Ich brauche mal einen Hinweis. Wer soll denn das da hinten erkennen? Also das, nee. Das war zu weit weg. Hängt da hinten jetzt auch noch das andere lange Dings? Ich klicke einfach mal wahllos. Keine Ahnung. Ich brauche einen nächsten Hinweis. Schnell. Ach, da war es schon. Yeah. Ich habe eine Schaufel. Juhu. Ja, dann würde ich sagen, ist der erste Part hier von Dark Parables Dornröschens Fluch erledigt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Und dann werden wir mal fleißig weiterarbeiten hier zusammen und den Fluch von Dornröschen hoffentlich herausbekommen. Bis dann!